Was kommt denn jetzt eigentlich für ein Virus? Mit was für einem Virus müssen wir uns auseinandersetzen? Wir haben bisher da nur immer so schwammige Antworten bekommen. Du wirst es uns heute sicherlich klar mitteilen können. Ich habe ein bisschen auch an Anlehnung schon an die erste Frage auch mir vorgenommen, erstmal so ein Stimmungsbild einzuholen und dachte, dann gebe ich doch mal diese Frage, was kommt im Herbst, direkt zurück ans Publikum. Auch wir in Deutschland sind jetzt mittlerweile schon bei über 50% BA4-5, das ist vor allen Dingen BA5, angekommen in Düsseldorf bei uns. Wir gucken uns das genau an, liegen wir auch bei 62% jetzt in den letzten 10 Tagen. Warum ist es eigentlich so, dass manche Menschen nur so ein bisschen Schnupfen haben, vielleicht ein Kratzen im Hals und andere jetzt auch mit Omikron richtig einige Tage schwer krank sind? Ist das alles nur diese Blutgruppengeschichte oder steckt da noch mehr dahinter? Ja, also das ist sicherlich ein, ich sag mal, ein vielschichtiges Problem oder ein komplexes Problem. Das Delta-Virus rekombiniert mit zum Beispiel Omikron, gibt aber auch Omikron-Rekombinanten untereinander. Ist das die Zukunft des Virus oder flaut da die Diskussion virologisch wieder ab? Nee, also das Coronavirus gehört in der Tat zu den Viren, wo Rekombinationen sehr häufig sind. Und das ist natürlich ein Weg, ich sag mal, Evolution zu betreiben. Wenn wir uns jetzt alle fragen, was erwarten wir so von unserem Immunsystem, dann ist, glaube ich, das Allerwichtigste ist, dass es uns vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Und auch das ist ja gerade eben schon mal ein bisschen angeklungen. Wie ist die Immunität in Deutschland? Gibt es da überhaupt belastbare Vergleichsoptionen? Können wir uns da im internationalen Vergleich überhaupt irgendwie positionieren, was die Immunitätslage betrifft und dann eben Korrelate der Immunität. Also was lässt sich im Labor messen und was können wir daraus lernen, was können wir daraus für Schlüsse ziehen? Wie gut lässt sich denn anhand der Immunitätslage dann überhaupt eine Vorhersage bezüglich der Krankheitslast machen? Dann ist es ganz interessant, sich Daten aus Südafrika anzugucken. Auch da wurde ja gerade schon so ein bisschen diskutiert, wo das Omikron herkam. Und das sind jetzt Daten aus der Provinz Gauteng, wo im Grunde genommen 7000 Einwohner direkt vor der Erstbeschreibung von Omikron analysiert wurden und geguckt wurde, wie ist denn die Seroprävalenz? Also wie viele dieser Einwohner haben Antikörper gegen das Virus? Gut, also das lässt sich zusammenfassen hier für die Immunitätslage in Deutschland. Eine große Mehrheit der Deutschen verfügt mutmaßlich über eine gewisse SARS-CoV-2-Immunität. Eine breite Hintergrundimmunität trägt wahrscheinlich dann zu einer reduzierten Krankheitsschwere bei. Und der internationale Vergleich, und das sollte ich ja so ein bisschen auch beleuchten, aber das ist natürlich schwierig, weil wir aus vielen Ländern, gerade aus Ländern, die eben keine mRNA-Impfstoffe einsetzen, auch nur sehr spärliche Informationen bekommen über Seroprävalenz, über Krankheitszahlen, über Krankheitslast, sodass es, glaube ich, schwierig ist und uns auch vielleicht nicht so wahnsinnig weiterhilft, da so ganz weit in andere Länder zu gucken. So, dass ich abschließen möchte, Immunanalysen sind also immer Moment Aufnahmen eines hochdynamischen Prozesses. Aufgrund der Dynamik von T-Zellantworten und den vielen Qualitäten von T-Zellen ist eine umfassende Analyse sehr anspruchsvoll. Und dadurch sind natürlich auch valide Prognosen bezüglich des T-Zell-vermittelten Schutzes bei diesen wandlungsfähigen Viren oft schwierig. Aber für retrospektive Analysen ist es sinnvoll und die zeigen eben ganz klar, dass T-Zellen auch beim Schutz vor einer schweren Erkrankung eine ganz entscheidende Rolle spielen. Die späte Boosterung, manche sagen ja auch der Abschluss der Grundimmunisierung nach 6 Monaten nach der Doppelinfektion wiederum ist in der Lage, den schweren Erkrankungsschutz wiederherzustellen, insbesondere in der Population älterer Menschen, nämlich in bis zu 10-facher Reduktion der Sterblichkeit, wie Daten im Juli 2021 aus Israel zeigten. Die Situation hat sich entscheidend verändert. Wir haben eben gelernt, dass es wahrscheinlich so etwas wie Herdenimmunität nicht gibt, aber es gibt sehr wahrscheinlich so etwas wie einen Herdenschutz. Will meinen, die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung wird natürlich ganz wesentlich dadurch beeinflusst, wie gut unser Immunsystem, sei es humoral und zellulär, mit dem Erreger hier SARS-CoV-2 verdrängt ist. Da haben Sie uns jetzt tatsächlich zum Abschluss noch mal ganz schön eine Challenge gegeben. Denn wenn ich es richtig gesehen habe, waren ja Ihre Informationen zu den Antikörpern beschränkt auf BA1 und BA2. Gibt es überhaupt schon Daten zu den Antikörpern und BA4, BA5, sodass man da schon so ein bisschen in der Blackbox ist? Im März hat die WHO eine wichtige Analyse vorgelegt, veröffentlicht, wie die Übersterblichkeit international sich entwickelt hat im Laufe der Pandemie. Und bei dieser Veröffentlichung hat Deutschland nicht besonders gut abgeschnitten. Diese Veröffentlichung hat auch große Resonanz in der Presse gefunden, unter anderem in Deutschland speziell wegen dieses Abschneidens. Es hat sich aber wenige Zeit später gezeigt, dass die WHO-Auswertung punktuell problematisch ist, und zwar insbesondere was Deutschland betrifft.
Das würde ich gerne zum Anlass nehmen, hier ausgewählte Punkte nochmal zu verdeutlichen. Komme ich nun zu Deutschland. Und ein Punkt, der mir wichtig ist in der Kommunikation, ist einerseits zu sagen, je nachdem, welches Zeitfenster ich angucke, komme ich möglicherweise zu unterschiedlichen Schlüssen. Aber auch das gilt für die Region insgesamt. Damit möchte ich zusammenfassen, wichtig ist, dass man daran denkt, dass die Übersterblichkeit nicht die Übersterblichkeit ist, sondern dass die Definition durchaus uneinheitlich gehandhabt wird.